Mr. Mike. Yo, hier ist Mr. Mike. Heute mit einem wirklich sehr guten Thema. Das ist das zweite Mal, dass ich so eine Nachricht bekommen habe. Ich teile das dann immer gerne auf Instagram in der Story. Daher folgt mir gerne, wer so ein bisschen noch weitaus unterhalten werden möchte. Wenn ich es denn schaffe, dann Instagram Mr. Mike Production. Checkt einfach aus. Freut mich sehr. Und ich merke es ja dann auf die Nachrichten, die ich dann bekomme, auf meine Stories hinweg. Und zwar, es war ein Kommentar auf YouTube. Und zwar hat da jemand geschrieben, der Randy Andy, wegen dem Wilson NCAA Ball, pass auf, habe ihn mir durch dich gekauft, finde ihn leider nicht so gut, weil er kaum prellt. Man muss sehr viel Kraft aufwenden, um zu dribbeln. Okay, da ist der erste Gedanke schon mal, was ich so beim Lesen merke, prellen. Ich verstehe Leute schon mal so nicht, prellen, das Wort prellen, ne? Also bouncen, hüpfen, springen, der Ball, ne? Er prellt nicht, ne? Denke ich mir schon, okay, dieses Wort verwende ich halt nicht. Ich finde es lustig. Dieses Prellen, der Ball prellt nicht. Das ist so, diese Bezeichnung, prellt. Ich weiß es nicht. Sagt man da wirklich so? Prellen? Der Ball prellt? Also ich glaube im Fachjargon nicht so, oder? Keine Ahnung. Ich finde es halt für mich lustig, weil ich es nicht verwende. Prellen, das ist schon mal das erste Mal mit der Haar prellen. Ha, 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 prellen. Für mich persönlich, ha, ha. Ich kann da ein bisschen lachen. Verstehst du? Okay. Aber das Ganze jetzt mal ein bisschen zu verstehen, ne? Weil er kaum prellt. Also er hat sich den Ball gekauft, ne? Aber er findet ihn nicht gut, weil er kaum hüpft. Ne? Er hüpft nicht gut. Ne? Er hüpft nicht. Noch weiter. Man muss sehr viel Kraft aufwenden, um zu dribbeln. Okay. Jetzt frage ich mich, was versteht er unter viel Kraft? Ne? Was muss man viel Kraft aufwenden, um diesen Ball zu prellen? Ne? Wie hoch will er mit dem Ball kommen? Das sind dann so Gedanken, was ich mir denke. Und rein von der Physik her, seien jetzt mal logisch gedacht, ne? Ein Ball. Es ist scheißegal, welcher Ball, welche Marke, welches Material. Du hast einen Ball, ne? Egal welches Material, egal was. Ne? Umso mehr Luft in dem Ball drin ist, umso leichter hüpft er nach oben, indem du ihn fallen lässt. Da ist natürlich auch nochmal wichtig, aus welcher Höhe lässt du ihn springen. Ne? Wenn du ihn hier springen lässt, hüpft er natürlich nicht so hoch. Ne? Wenn du ihn hier springen lässt, siehst du, kommt er höher. Wenn du ihn, wisst ihr, worauf ich hinaus will? Ne? Und umso mehr Luft drinnen ist, umso mehr springt er auch. Umso weniger Kraft musst du aufwenden, dass er noch höher prellt. Weißt du, was ich meine? Könnt ihr mir folgen? Ne? Und da war dann mein Gedanke, okay, wenn er dir nicht genug prellt, dann tu doch einfach mehr Luft rein. Ne? Das ist so mein Gedanke. Das ist das Erste, was jeder Mensch sich eigentlich denkt. Tu einfach mehr Luft rein. Das habe ich ihm auch geschrieben. Warte mal, habe ich ihm das geschrieben? Ja. Ich würde es halt mit mehr Luft probieren. Ne? Das ist schon so, habe ich schon mit die Smileys schon ein bisschen angedeutet. Ich finde die Frage lustig, weil es ist eigentlich, hä? Wieso fragst du sowas? Weißt du, was ich meine? Das ist so, tut mir leid. Keine Ahnung. Okay, und dann seine Antwort auf, weiter aufpumpen geht jetzt wirklich nicht mehr. Jetzt würde ich echt, und das ist jetzt natürlich eine Sache, jetzt hätte ich den Randy Andy gerne hier bei mir, hätte gern seinen Ball da, hätte ihn gerne so ein Gespräch vom Video und dann, hey Randy Andy, was ist jetzt hier Sache? Ne? Tu mal den Ball bitte her, ich würde gerne mal schauen. Okay, ah, der hat aber nicht viel Luft, Randy. Da gehört noch mehr Luft rein. Da geht wirklich noch mehr Luft rein, Randy Andy. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen mit ihm plauschen. Das wäre sehr interessant. Ich würde mich echt freuen. Randy Andy, lass uns treffen und über deinen Ball ein Video machen, weil ich kann es nicht nachvollziehen. Auch nochmal ein Punkt, was natürlich auch jemand sagt, es ist natürlich auch unterschiedlich, auf welchem Untergrund du jetzt den Ball hüpfen lässt. Ne? Auf der Wiese wird der Ball natürlich kaum springen. Es ist auch so eine Frage. Ne? Randy Andy, wo lässt du den Ball prellen? Prellt er in der Wiese oder prellt er im Sand? Ich kann dir sagen, wenn du im Sand spielst, kann der Ball wirklich aufgepumpt sein bis kurz vorm Platzen. Im Sand wirst du diesen Ball nicht prellen können. Ne? Das ist auch wieder so eine Sache. Aber das sind so viele Faktoren, die damit einspielen. Aber viel Kraft aufwenden. So, ich habe da doch viel Fantasie und stelle mir halt diesen Randy Andy auf dem Platz vor. Da weiß ich nicht. Vielleicht auch im Sand. Ich weiß ja nicht, wo er unterwegs ist. Auf der Wiese, auf dem Berg, im Maisfeld, in einem Sonnenblumenfeld und spielt mit seinem Ball und versucht ihn zu prellen. Ich weiß es nicht, wo er ist. Ich verstehe es nicht. Ich finde es nur lustig, weil so viele, weißt du, da habe ich so viel Fantasie und viel Schwachsinn auch im Kopf, wo ich mir denke, hey, was macht Randy Andy? Ich kann dir aber wahrscheinlich nicht weiterhelfen, weil wenn dein Ball schon so aufgepumpt ist, dass wirklich nicht mehr Luft reingeht, Randy Andy, was soll ich da noch sagen? Und das Video ist jetzt nicht wirklich gedacht, dass ich mich hier über Randy Andy wirklich lustig mache oder sonst was. Ich habe so eine Nachricht wirklich schon mal bekommen.
Noch besser. Es hat sich mal jemand beschwert, auch über den Wilson NCAA, der Ball ist ihm zu laut. Der Ball ist ihm zu laut beim Prellen. Hat er auch Prellen geschrieben? Das weiß ich jetzt nicht. Das muss ich suchen, das kann ich bestimmt suchen. Irgendwie in meinem, wenn du YouTube hast, also dann kannst du Kommentare suchen auf bestimmte Schlüsselwörter, die du eingibst. Das könnte ich mal probieren, ob ich das noch finde. Der hat sich beschwert, dass der Ball beim Prellen zu laut ist. Schön leise. Es geht. Es hallt ein wenig, aber jetzt wirklich laut, dass sich die Nachbarn hier beschweren. Es ist natürlich auch so eine Sache, bist du in einer Wohnsiedlung mit ganz vielen Nachbarn rundherum, du spielst an deiner Garage, ne? Könnte das schon wirklich laut sein, aber einen Ball zu finden, der wirklich leise prellt, puh, das ist natürlich wieder eine Sache, so einen habe ich noch nicht getestet. Ist mir auch noch nicht in den Sinn gekommen. Einen Ball, der das Geräusch beim Prellen reduziert oder total absorbiert. Wow, Alter. Also ich habe jetzt hier gerade auch in dem Video eine Geschäftsidee, die mir wahrscheinlich irgendjemand klauen wird, wahrscheinlich Molten. Und die bringen einen leisen Ball raus. Und stell dir mal vor, du hast einen Ball, der sich leicht prellen lässt, mit wenig Kraft und dann noch leise ist. Und das pack mal in die Videobeschreibung, in die Beschreibung von dem Artikel. Ey, Alter, ich schwör's dir, du wirst diesen Ball verkaufen wie warme Semmel, ne? Geschäftsidee. Es muss eigentlich nicht mal eingehalten werden, allein, dass es in der Beschreibung hängt. Wow, okay, der Ball ist leise und man braucht nicht viel Kraft beim Prellen. Kann man sich mal anschauen, ne? Überlegt mal drüber. Ja, wie gesagt, es gibt schon viele Probleme bei Menschen, denen ich nicht vielen helfen kann, aber ich bekomme allgemein so viele Fragen über Bälle. Ey, es ist wirklich eine Wissenschaft, auch gestern wieder. Ich meine, ich verstehe es ja, wenn Leute wirklich eine riesen Auswahl haben. Und es gibt ja so Menschen, ich kenne es bei mir auch, ne? Ich möchte mir zurzeit einen Fernseher kaufen, ne? Kommt auch mal ein Video. Ich möchte mir einen Fernseher kaufen in 8K für meine PlayStation 5. Und unglaublich viel Auswahl, du möchtest dir den Besten kaufen. Da versteht man natürlich, dass man nicht den Erstbesten kaufen möchte. Ist ja auch viel Geld, ne? Bei einem Ball jetzt aber zum Beispiel. Bei einem Ball für an die 30 Euro wird rumgekackt. Da wird Zeit investiert von Tagen. Von wirklich Tagen, von Wochen vielleicht. Um zu überlegen, welchen Ball kaufe ich mir denn jetzt? Dann, wenn ich mir einen Ball kaufe, dann muss ich nämlich 5 Monate lang hungern. So eine Art, ne? Weißt du, was ich meine? Das ist so, ey. Und dann gebe ich noch Tipps und sage, hey, das ist der beste Ball, mit dem spiele ich schon so lange. Gönn dir den doch. 30 Euro noch reduziert. Und dann kommen die Leute hier, Mike, soll ich mir denn deinen Ball kaufen, den du hier empfiehlst, oder soll ich mir doch den anderen kaufen? Ey, wenn das schon gefragt wird. Jetzt pass mal auf, ich empfehle einen Ball, weil ich finde, der ist geil. Und dann kommt jemand daher und sagt, na, Mike, soll ich mir jetzt den kaufen, den du empfiehlst, oder soll ich mir den kaufen, den du gar nicht kennst? So wird gefragt. Verstehst du? Ich kenne den Ball nicht, den du hier jetzt haben möchtest. Ich habe doch hier schon einen empfohlen. Was ist mit dir? Ich kann doch nicht alle Bälle kennen. Weißt du, was ich meine? Es ist lustig, dieses Ballgeschäft, dieses Business. Wow. Also ich bin da echt auch so ein bisschen drinnen. Ich wette dir, von Spalding, von Molten, von Wilson. Ey, ich werde echt. Also eigentlich müsste mich irgendjemand von dieser Firma wirklich einstellen, so Hotline-mäßig, ne, dass die Leute anrufen und mich nach Rat fragen, welcher Ball denn was kann. Ey, aber nein, Mann, das würde ich nervlich nicht packen. Das würde ich nicht in so einer Hotline arbeiten, ne, um so Produkte preisen. So zum Beispiel ruft dann einer an, der Randy, mein Ball prellt nicht richtig, was kann ich machen? Ey, ich würde so ausflippen, da kannst du mir gar nicht so viel zahlen, dass ich das machen würde bei einer Hotline. Da wäre ich ein bisschen abgefuckt. Das würde mich auch nach der Arbeit noch verfolgen, so in der Freizeit. Nein, Mann, würde ich nicht. Ein lustiges Thema, wie ich finde. Also, ey, Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, 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 Mr. 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 Mike, Mike.